Es hat aufgehört zu regnen. Was ist das? Das Kinder könnte den Mord denn was? Ich kenne den Animal Parts of that Type. Ich kann mir kennen nur zwei von diesen blöden Öfen machen. Oh ne? Ja, bitte was? Wir können nur zwei von diesen Öfen machen. Aha, okay. Hat er mal jetzt gerade hergeschrieben. Jetzt wollte ich nur wissen, ob du da was weißt davon. Nee. So, jetzt machen wir. Wüsste ich nicht, warum das begrenzt ist. Keine Ahnung. Na, you cannot, your base cannot contain more than, not anymore than from this type. Okay, Jack. Na gut, dann. Das heißt, wir haben maximal zwei. Na, das kann man sich einstellen. Sicher einstellen. Pass auf, nachher tue ich mal. Ist wurscht, dann tue ich den dabei bei mir rein. Weil dann haben wir den ja umsonst gebaut, das wollen wir ja nicht. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Ist das nicht schön? Ja, ist herrlich. Und ich wirke mir hier gerade ein mit diesen Plotzeilen ab. Wo bist denn? In der Nähe? Nee. Ja, aber du wirst das schon in der Nähe machen. Der sagt immer. Ich weiß nicht, was das heißt. Prefer lower position? Prefer higher position? Ich weiß nicht, das ist wurscht. Erst wenn es grün ist, dann kannst du es setzen. Deswegen, ich überlege dir, was will der mir damit mitteilen? Nix. Mitteilungsbedürftig. Vernichtet. Mit Pfeilen vernichtet. Du nicht, gell? Und dann Zwetschgenröster. Okay. Ah, hier geht's. Hab was Hier geht's ja, nicht. Du musst halt nur weit genug laufen. So, schauen wir mal, ob das jetzt geht. Ob das in dem Haus da geht. Dass man das platzieren kann. Ist ein bisschen eng hier. Nein. Ah, da geht's. Hier. Tatsächlich ist man quasi immer nur Übersetzung. So, was brauche ich für ein Bett? Crafting. 20 Rex und 10 Lumber. So, 7 Lumber habe ich ja schon mal. Und 16 Rex, ja gut. Nehmen wir die schnell, gell? Ich hab keine Axt, ich muss. Wo ist denn die Steinaxt da? Big Pell, Rock, Rope. Crafting. Tools. Rockcoin machen, Stick Building, Lumber. Da fährt einer weg. Muss aber noch. Kanister hier, kann ich die da wegtun oder? Welche? Hier vor dem Dings liegen, vor unseren. Das schmutziges Wasser drin, ich darf's lassen für. Ich weiß, was wir brauchen zum Nassack. Also, ich dachte nur wegen, dass es weggeht. Hier fährt jemand durch die Gegend, kann man sagen? Die Kane. Ja. Du kannst das auch in der Dinge nicht, dann stimmt ja, da hast du recht. Nur das sollte man irgendwie kennzeichnen, dass es schmutziges Wasser. Na gut, das weiß man aber eh. Braucht man nur untersuchen. Geh weg, was ist denn da schon wieder? Spinne, pfui. Spinner. Ja. Oh, ich find die süß. Und wie die immer so herzig zerplatzen. Ja, bäh, grausig. Jetzt war. Komm, das sind Spinnen, so wie du und ich. Wie? Bitte wo? Bitte was? Spinnen wie du und ich. Spinnen wie du und ich, die Spinne. Ui. Hä, was fehlt denn noch? Ich habe 10 Lumber, 20 Racks. Ein Rack fehlt. Willst du mich verarschen? Ein Dreck.
gespielt. Ja. Wo seid ihr hin? Ich bin gerade an meinem Haus und baue meinen Respawn-Punkt. Und kannst du uns sagen, wo du dein Haus hast? Ja, ganz auf der anderen Seite. Da im Norden oben? Nein. Wenn du die Straße Richtung Pinecrest fährst und fährst nicht links nach Pinecrest, sondern fährst weiter geradeaus. Da. Warum? Ja, das war das erste, wo es wieder grün wurde. Ja, wieso machst du das nicht bei uns in der Nähe? Dann sind wir alle benannt. Ja, weil da nichts grün war, das war immer rot. Ach so, Blödsinn, du musst halt die Straßen runterlaufen, wir sind da alle benannt. Die Allee ist da, das eine Haus ist da und die. Ja, das ging aber nicht. Sag nicht Blödsinn zu mir. Meinst du, ich bin zu blöd dafür oder was? Nee, du bist dafür 17 Kilometer weit weg. Quatsch. Das ist quasi um die Ecke. Um die Ecke. Okay. Also wenn es gegangen wäre, hätte ich es woanders gebaut. Da kannst du mir glauben. Weil der läuft nicht gerne. Eben. Na gut, okay. Ich schätze mal, dass ihr da alle schon so dicht beieinander steht, dass da einfach keine Lücke mehr war. Genau. Jawohl, Billard. Woodlock. Woodstock. So. Jimi Hendrix. You shall not pass. So, fertig. Der Vorteil ist, dass man jetzt wirklich in der Nähe spawnt. Ne? Ja, aber nur einmal, ne? Danach dauert's wieder. Genau. Ich bin jetzt zusammengestorben und hab jedes Mal 30, also bis 30 gezählt. Also ich wäre auch jetzt nicht gestorben, hätte ich nicht einfach gedacht, ist mir egal, ich esse jetzt Schokorie. Ich mag ja doch, die trinke aus dem giftigen Fluss. Ist mir egal, das ist, ich zieh mir das Zeug rein. Polywisch. So, mit diesen heiligen Worten ende ich mal die Folge. Bis dann. Tschüss. Hallo und willkommen zurück zum B-Simulator 5000. Also wie man sieht, wir schaffen uns langsam zu ernähren. Es gibt hier jede Menge Tomaten, es gibt hier Wassermelonen, es gibt hier jede Menge Leckeres. Ich glaube, das sind hier Kartoffeln, würde ich sagen, nach dem Aussehen her. Das sind, glaube ich, Möhren. Also man kann überall schon harvesten. Also es ist, ich sag mal, man kann sich die Bäuche vorschlagen. Wieso hab ich da, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Entschuldigung. Schon gut. Achso, da war was drin, ein Megafon. Ja, genau, das habe ich gefunden. Okay, jetzt habe ich gedacht, was ist denn das bitte? Okay, ich pflanze mal. Boah, das sind, oh, da ist irgendwo ein. So, ich guck mal. Die kann man alle schon harvesten. Ich hab's aber nicht in meinem Invi. Ach, die liegen auf dem Boden. Ja, du bist voll, weil da liegt der Platz einer. Ja. Das ist ja wieder nervig hier. Wo ich stehe, ist ein Platz sein, gell? Ja, weiß ich. Das hatte ich gebaut und habe nicht gemerkt, dass er hat fallen lassen. Du weißt schon, das Übliche. Okay. Ups. Ja. Ich bin gestorben. Warum tust du das? Bist du irgendwo hingefahren, wo die Bäume keine Blätter haben? Ja. Ich würde es nicht empfehlen. Apropos, jetzt kriegst du was. Wenn ihr was platziert und das passt bis jetzt immer alles in einer Reihe und dann auf einmal ist das andere, ein Stickelhecher oder Dürfer, Hecher hauptsächlich, dann nur die Shift-Taste drücken, dann passt er das schön ein. Die Shift-Taste? Ja, die Shift-Taste. Das ist die Großschreibtaste. Gut, dass du das sagst. Nach oben. Ist das die? Ja, genau. Ist also nicht die Esk-Taste.
Nein, die fliegende Tastatur. Na, du kannst da Alt und F4 drücken stattdessen. Ah ja, okay, gut. Hab ich jetzt gemacht, passiert nichts. Ich hab hier einen Wald gefunden, ohne Blätter. So, ich habe jetzt tatsächlich Bohnen, Tomaten, Kartoffeln und Wassermelonen geerntet. Dreh dich einmal um. Ja, mein kleiner Garten. So. Mach mir nur mehr Erde, gell? Jakob. Neue Serd. Wir haben ja 4 Erden. Achso, Blödsinn. Ich habe ja noch 3 von diesen Dingern. So. Weiß auch noch Ich mach mal, ich weiß jetzt nicht, wenn. Ich glaube, man kann sogar Gerichte richtig kochen mit den Sachen. Wirklich? Ja, ja. Also ich steck die Sachen jetzt mal hier rein. Wenn jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Steckst Sachen wo rein? Hör mal, was ist das für ein Schild? Was ist so gelbes Dreieck mit so einem komischen Ding drin, so ein schwarzes. Das heißt, da musst du durchgehen. Da musst du schnell. Immer. Immer generell. Generell. Mach ich. Bis nicht mehr geht. Ja. Und wenn anfängt irgendwie so dein Geigerzähler merkwürdig anfängt zu pochen, ne? Nicht beachten, das ist. Genau. Ist auch überhaupt nicht wichtig, wenn er anfängt zu pochen. Haben wir eine ganze Hacke da? Ja, haben wir. Ja. Weil dann. Würde ich Eisen abbauen? Brauchen wir sonst noch irgendwas Bestimmtes einmal? Metall. Eisen ist schon mal gut. Na, Eisen ist eigentlich das Wichtigste dabei einmal. So. Ja, gut, wenn du sonst noch was findest, ist es auch okay, ne? Also hier sind noch 10 Nägel. Tue ich mal in die mittlere Kiste. Und da sind auch nochmal 6-mal Ingots. Ingos, Maler, Ingos. Wir haben nur kein verrottetes. Obst mehr oder so, also fast nichts mehr. Also, Wie viel Platz ist denn für die Nägel nur? Weil ich hab da nur 320 in der untersten Kiste. Ja, weiter so. Ich glaube, so viele Nägel brauchen wir nicht, ehrlich gesagt. Lampsack. So. Brushbeam. Jetzt ist der Sack schon wieder auf, gell? Welcher Sack geht auf? Oh, die Temperatur ist nicht optimal, sagt er mir jetzt. Ja, wo? Ist wahrscheinlich momentan zu kalt zum Pflanzen. Das erklär mir dann schon, das sag ich da. Ich habe jetzt 4 volle Erdsäcke. Und die werden wir jetzt einmal. Bill. Oh, hat der jetzt da. Alle da nicht, oder was? Aha, okay. Mein Scheiß. Wer kann da? Ja, ich habe anscheinend keine Samen mehr. Das ist schon mal schön. Hätte ich nicht gesagt, dass wir diesen Zustand noch mal haben. Doch, ich habe doch noch Tomatensamen. Nee, wir haben keine Samen mehr. Ja. Water, Fertilize. Ja, anscheinend kann ich hier keine Samen reinmachen. Oder aber... Du musst wahrscheinlich vorher wieder das Fertilizer setzen. Ah, nee, Fertilizer. Ja, ich merke es auch gerade. Jakob. Ja. Es ist zu kalt, sagt er hier. Aber egal. Check up. Water needs to be added. Habe ich da, wir sollten 2 Kanister sein. Dirk, wo ist denn dahinter? Die sind in der rechten Kiste ganz unten, die letzten. Da sind 2 Wasserkanister drin. Wo denn? Entschuldigung. In der rechten Kiste ganz unten. Ganz unten, letzte Reihe quasi. Müssten die drin sein, die letzten beiden. Okay. Das ist Water. Water. Water? Water. Water hat einen Duden da. Water hat einen Duden da. Water hat einen Hat, dann hat einen Hat da. Achso, ist das so? Also? Ja, ja. Wenn er da hat er was, da hat er was. Er legt mir im Arm. Water hat einen Duden da, da sagt er, Water hat einen Duden da. Du, das ist aber gut mit dem Eck da, gell? Weil du kannst schön da pflanzen und da pflanzen und da ernten und das machen. Ja, ich bin sowas von gerade begeistert. Nee, begeistert weniger. Nee, eher ich kriege 1 Stunde Spielzeit, hat Mama gesagt. Yay! Aha. Echt? Dann bespreche ich nochmal mit ihr. Weil ich alles gegossen habe, den ganzen Garten und den Vorgarten und ich war nicht dran. Oh.
Wada, hada, hada. Ach, ich wollte doch Wasser holen. Hier müsste doch Wasser drin sein. Ja. Irradiated Water. Jetzt steht hier aber auch Irradiated Water. Was ist denn? Lass mich. Bitte wie? Keine Ahnung. Fett, groß, fett. Gut, dass wir uns alle auskennen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass sie nicht von mir redet. Nein. Jerry Scan. Yep. Fluid was added to the container. The water was added, but the planter could use more. Hast du jetzt eigentlich schon alle bepflanzt? Nee, ich bin gerade am Gießen. Ich verpiss mich da mal aus der Stadt. Und die Großen tut, oder? Ja, so ein Fetti ist da. Aha. Was machst du denn in der Stadt? Pankrist, du dachte mir, ja, ich habe nichts zu tun, warum nutzt du nicht ein bisschen? Pankrist unsicher machen. Ja, hat sehr gut geklappt. Auf Pirit, was braucht man denn da? Alter, eigentlich nur. Wieso wird den Kalamba mehr? Achso, dann wird es wahrscheinlich. Also wir brauchen auf jeden Fall jede Menge verrottetes Zeug. Mhm. Nur soweit schon mal an alle, wenn ihr sammeln geht, was rottet, mitbringen. Die Eisen sammeln, daher werde ich wahrscheinlich nichts Verrottetes finden. Ich sehe jemanden neben mir herlaufen. Ja, dann na, hast du zu viel das getrunken. Ist ein Monster. Das würde mich nicht drauf einlassen. Oder ein Gangster, ein Rapper. Der hat schon einer Eisen abgebaut. Ja, hab ich schon. Da auch. Oh, wieso nimm mir Salz auf, bitte? Weiß ich nicht. Weil ich blöd bin. Ey! Wie macht man jetzt diese Anzünder? Equipment. Tools. Big Bell One Touch. Habe ich das? Habe ich. Gut. Dann zünden wir den Ofen an. Sehr schön. So. Woodlocks ist drin. Das scheint auch leer zu sein. Such dir doch eine andere Strecke, Mensch. Ich versuche hier gerade das Auto mit leeren Kanistern zu füllen. Das Auto mit leeren Kanistern zu füllen. Echt jetzt. Spektrum. Okay, das ist Diesel. Das heißt, die linke ist Diesel drin. So, mal gucken, was wir noch an leeren haben. Weight Limit. Okay. Wo ist denn da? Das ist leer. Okay. Das sind die Kerzen. Aha. Na, Chemlights. Irradiated. Aha, irradiated ist schon mal gut. Da können wir gießen gehen. Ich hab Rotten Beats. Brauchen wir den? Ja, klar. Alles, was rotten ist. Also ein Rotten. Alles, ein, was gerotten. Ein Rotten Beats habe ich. Hast du jetzt deinen X-Pro wieder? Ich guck noch mal, was Verrottetes hier haben. Jack? Was habe ich? Einen, ist das Armbrust? Nein, das ist komplett weg. Schade. Das war aber klar. War schon ah, da ist noch was Verrottetes. Ah, Sheetmetals. Sheetmetals. Hat ja auch was mit Scheiß zu tun, ne? Sheet Metal auf jeden Fall, ja. Sheet Metals. Wir machen Sheet Metals. Ich hab da so Scrap Metal, also kann man daraus vielleicht Sheet Metal machen, oder? Was ist denn das? Equipment möglich? Components? Ne. Tools? Nö. Warte mal. Na, dann geht's wahrscheinlich zu Base Building. Ui! Oh, haben wir's. Ist er was getan? Ja. Geht ganz schön ab hier, ne? Ich bin so schwer. Wir haben auch schon geerntet. Wir haben auch schon. Trotz
fallen lassen? Ja, ja, aber das hatte ich danach nochmal gebaut. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich es habe fallen lassen. Aber danke für den Hinweis nochmals. Ja. Du warst erst der 369. Mindestens. Ronny, du hast da irgendwas fallen lassen zuerst. Echt? Ja, ist gut, dass du sagst. Ich hätte es nicht gemerkt ohne deine Hilfe. Ja, ich habe mir gedacht, ich sag für das jetzt. Ja. Klotz am Bein, ja. Klotz am Bein. So, also wenn noch jemand irgendwie was hat zum Düngen, wäre schön. Ich hab einmal Rotten Beats. Wo, pass auf, ich komm raus und du sagst mir wo. Der zweite von links, der hier. Ja, ja, okay. Petalized Planter okay. Using Rotten Beats, bitteschön. Dankeschön. But the Planter could use more. Ja, da brauchen wir leider noch mehr. Naja, ich brauche auch Wasser. So, da liegt der Platz ein. Ah, okay, schön, dass du es sagst. Ja, weil, dass du es nicht vergisst. Nee, ist gut. Ist gut. Bin ich wenigstens wieder up to date. In Ordnung. Ja, danke. Ranks, Ranks, ich weiß nicht, warum ich mich gerade so ein bisschen verarscht fühle. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist, keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich rein psychologisch. Was ist das? Equipment. Low things. Nee, Blödsinn. Components. Dass die das so komisch machen müssen. Breaks. Sieben. Ja, das irgendwie ist schon ein bisschen. Ja, bisschen. Es ist ein bisschen seltsam. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Es ist definitiv ohne Umschweige Schweife seltsam. Also wir könnten, falls jemand gerade Zeit hat, wir könnten noch eine Kiste hier brauchen für Munition und so. Ammunition? Yes, please. Das Ding ist voll. Okay. Just decoration. Ich schätze mir, das ist eine Structure und gehört zu Storage. Woodlocks 5 Lamba. Du ein Scheiß, ihr 4 Lamba. Wie sieht da eigentlich Kohle aus? Schwarz. Schwarz. Oder je nachdem kann es auch blau sein, habe ich gelernt vom Max. Was wirklich? Ja, und hat so letztes Mal gesagt. Nee. Sicher? Doch. Echt? Sicher? Das war anders Spiel. Meinst du nicht, das war so? Nee, blau nicht. Blau. Okay. Also, naja, vielleicht, dass die so blaue Einsprengungen hat. Das kann sein. Ah, dann hast du das gemeint. Okay, alles genau. Klar. Dann habe ich das nur falsch verstanden. Das ist gelb, also hat so gelbe Einschränkungen und das Eisengabel blaue. Mhm. Ja, 25 gehört, dann macht das ein halbes Kilo, das passt. So, Käse. Alles schön. Und wir brauchen auch eine Nahrungsmittelkiste. Dann nehmen wir. Ja, ich muss. Haben wir irgendwo Holz, weil sonst muss ich ins Wochen gehen. Ja, wir haben in der Werkkiste haben wir Holz, ja. So viel. Ja, 50, glaube ich, habe ich da reingeschmissen. Genau. Ach ja. Was so ein Baum hergibt halt, ne? Lamba, 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 lamba. Lamba 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 lamba. Oh, da hat jemand passend dazu geklirrt. Das wissen nur wir, was das ist, oder? Ja, ich glaube auch. Obwohl, ich glaube, der Dirk auch noch, oder? Was? Lamba? Na, das, was man da gesungen hat. Nee, was ist das denn? Jetzt geht er gleich nach Rotterdam. Rotterdam, daram, daram. Das war Bonanza, genau. Die Leute von der Shell Orange. Genau. Shit Lorenz. Shithole Ranch, glaube ich. Shithole Ranch. Weißt du, das ist die Ranch, da gibt's noch Scheißlöcher, deswegen Shithole Ranch.
Shiloh, das war mit Hoss. Mit Horst. Mit Hoss, ohne R und T, einfach nur Hoss. Ich hatte einen Kollegen, der hieß Hoss. Wirklich? Ja. Das war sehr anstrengend für ihn, das kannst du glauben. Ja. Du, wo soll die Kisten da vor das Fenster stehen? Oder wie? Oder wo? Ich weiß nicht wohin, ehrlich gesagt. Du tust vor die Küche. Genau, tust vor der Küche. Nee. Da ins Eck. Ja, genau, da passt es gerade her. Ich bin jetzt gerade auch überfragt, Kräft und Combine. So, jetzt habe ich noch einen Kanister im Invi drin. Ich fahre mal runter zum Fluss. Hab mir das Auto voll mit Kanistern geladen. Ich würde es ja gern stapeln, aber ich kann nicht. Wen willst du stapeln? Achso, weil das wieder da hinten muss, die Kiste. Nee, das ist, weil er ein Hochstapler ist. Weißt du? Ich bin ein Hochstapler. Ein Hochstapler. Ja, ich habe es jetzt da beim Fenster hingestellt, an links, an rechts. Also beim Durchgang, beim Platz sein, haben wir wieder genug Platz. Gell? Wie man ja immer so schön sagt, lieber Hochstapler als Tiefstapler. Oh. Und eins fallen lassen. Boah, das ist schon geil, was da rechts außer. Schau mal. Weiß nicht, ist noch wer im Haus? Ich bin unten am Fluss, wie gesagt. Ja, schau mal, das schaut doch voll gut aus. Wo? Da in der Garage. Da siehst du es beim Ofen. Ach so. Siehst du es nicht? Doch. Wenn der brennt, dann leuchtet er genauso. Und wenn den anderen mal verkehrt aufgestellt, dann ist das witzig. So, was haben wir denn da? Hat schon einer Cola gefunden? Ja, Cola haben wir hier in der Menge schon gefunden, ja. Aber das darfst du nicht trinken, ne? Warum nicht? Müssen wir das erstmal abkochen, das schmeckt aber ekelig. Dann. Ja, ich glaube auch. Wollen wir das abkochen? Okay, jetzt sitzt du wieder ein Schmäh herst. Ja, ich glaube nicht. Trogano. Ich sag ja, ich glaube nicht. Vielleicht mal könnten wir es ja mal versuchen. Gerne, Holz hocken. Ob man hier auch Mentos findet? Und der Colaflasche? Ja, vielleicht kannst du ja dann versuchen, durch das Auto zu klettern oder so. Nee, vielleicht kann man ja irgendwie dann eine Wand sprengen oder so, weißt du? Das wäre natürlich ideal, aber Dynamit oder so kann man noch, glaube ich, bauen. Habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also mit Waffen und so habe ich mich gar nicht beschäftigt. Aber ich habe nur an der Werkbank. Ich habe mich die ganze Zeit eher mit Gärtnern beschäftigt. Okay. Damit ihr was aus Tisch kriegt, quasi, ne? Ah. Doch, so bin ich zu euch. Soll ich was sagen? Soll ich was verraten? Wo ich letztens mit draufgekommen bin. Wenn du zum Beispiel jetzt dann halt an Baum umhockst und stößt dich ganz zu weh, dann ist der lauter, als wenn du weiter wegstößt und den hockst. Und das ist nämlich auch entscheidend. Das ist wirklich so, das brauchst du nur austesten. Ist auch entscheidend, ob die Monster hören oder nicht. Also wenn du zu nah zum Baum hinstellst, hören dich die Monster aus der größeren Entfernung. Aber vielleicht wollen wir gar nicht gehört werden. Von dem Radio. Also steh dich weiter weg vom Baum, dann bist du leiser. Dann hören die Monster nicht. Aber ich höre die doch auch nicht, ne? Du bist ja kein Monster. Ja, das sagst du. Ja. Frage mal seine Frau. Und da ist ihr Auto. Boah, der fährt dazu, wie bist du narrisch? Der kracht da rein. Da habt ihr eigentlich gesehen, ob der LKW da hinten wieder gespawnt ist? Nee, aber oder? Der Zombie verfolgt dich, Alter. Und jetzt rennt er mir nach. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich nicht gut. Doch, ich bin ja der Gärtner. Ich bin ja nicht der Kämpfer. Ja. Und du bist der Zombie-Nachholer. Na, genau. Ich mache es dazu und jetzt könnt ihr euch selber mit dem Zombie ärgern. Ah, da brauchen wir mehr Fertilizer drin. Das ist gut. Da brauchen wir Wasser. So, da brauchen wir Seeds.